In diesem Video möchte ich einmal das Konzept der Schnittgrößen etwas vertiefen, und zwar insbesondere Schnittgrößen an einem Biegeträger. Wir wissen vielleicht, wenn ich solch einen Stab habe und ich versuche, den zu zerstören, dann werde ich wahrscheinlich nicht versuchen, dran zu ziehen. Wir können uns schon vorstellen, selbst dieser dünne Holzstab lässt sich so nicht zerreißen. Wenn wir ihn aber zerstören wollen, klein machen, vielleicht für Brennholz, das was wir machen, wir biegen ihn einfach ein bisschen und dann wird er relativ schnell durchbrechen. Das machen wir rein intuitiv. In der Mechanik, wenn wir es ausrechnen würden, würden wir feststellen, ich kann mit viel kleinerem Kraftaufwand über Biegespannung ein Bauteil zerstören, als zum Beispiel, indem ich es über Zugspannung zerreiße oder über Querkräfte abschere. Und da diese Biegespannungen so kritisch sind, lohnt es sich immer, etwas genauer hinzuschauen, wie groß sind denn die maximalen Biegespannungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine Welle, da sind ein paar Zahnräder drauf, am Ende hängt auch noch eine Riemenscheibe, hier ist noch ein Nocken, das Ganze rotiert und ich werde dann irgendwo verschiedenste Kräfte haben. Die Riemenscheibe, die wird nach unten ziehen, weil der Riemen ständig gespannt ist. Wenn der Nock einmal rumgeht, dann wird der Nock gegen die Welle dagegen drücken. Hier von dem Zahnrad habe ich irgendwelche Zahnkräfte, die so sogar aus der Ebene ein bisschen rauskommen. Vielleicht auch noch mit ein bisschen Vorspannung etwas draufdrücken. Also irgendwie sowas. Hier habe ich vielleicht auch ein bisschen Druckkraft und möglicherweise eine Kraft von uns weg. Und jetzt fragen wir uns, wie groß muss denn diese Welle sein, damit ein bestimmtes Spannungsniveau nicht überschritten wird. Nun, wir wissen, bei der Biegespannung, da haben wir Biegemoment und Biegewiderstandsmoment. Das Biegewiderstandsmoment, da steckt der Durchmesser von unserer Welle drin. Das, was wir brauchen, ist das Biegemoment. Und zwar das maximale Biegemoment an dieser Welle, wenn sie denn einen konstanten Durchmesser haben sollen. Also brauchen wir dieses Biegemoment. Und eine Möglichkeit wäre, jetzt im Millimeterrhythmus diese Welle durchzuschneiden und immer wieder das, was wir vorher gemacht haben, Kräfte und Momentengleichgewicht aufstellen. Und dann plotten wir die oder den Biegemomentverlauf über die gesamte Welle, bekommen den maximalen Punkt raus mit dem größten Biegemoment und legen danach unsere Welle aus. Das ist möglich, allerdings viel Aufwand, und ich möchte Ihnen in diesem Video mal zeigen, wie das mit viel weniger Aufwand geht, wie man mit etwas Übung, mit ein paar wenigen Strichen sofort sieht, wo das maximale Biegemoment sein wird. Und an der Stelle lohnt es sich dann, bloß eine oder maximal zwei Zahlen auszurechnen. Das Ganze leite ich mal her an diesem einen eingespannten Träger. Wir sehen, das ist so ein Kragarm. Links ist er eingespannt und rechts habe ich eine einzelne Kraft, die wirkt drauf. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich trenne hier wieder ganz im Sinne des Freischneidens dieses Stückchen auf und frage mich, welche Kräfte wirken an dieser Stelle. Wir sehen schon wieder, für das Kräftegleichgewicht brauche ich hier eine Querkraft mit dem Betrag F. Dann habe ich mein Kräftegleichgewicht und ich brauche ein entsprechendes Moment. Damit drehe ich um diesen Punkt das Ganze dann praktisch aufwärts. Die Kraft drückt es wieder runter und dann bin ich im Gleichgewicht. Wenn wir diese Stelle hier von dem Ende aus gezählt mal x1 nennen, dann wissen wir schon, für das Momentengleichgewicht, die Kraft mal x1 ist die Größe meines Momentes. Das Ganze mache ich jetzt an einer weiteren Stelle, hier hinten. Die Stelle nenne ich x2. Auch dort wieder, für das Kräftegleichgewicht von diesem Abschnitt brauche ich eine Kraft, die nach oben drückt. Die muss wieder genau groß sein, gleich groß sein wie die äußere Kraft. Und hier brauche ich wieder einen Moment. Allerdings mit der Größe F mal
x2, weil das ist mein Hebelarm. Und wenn ich das jetzt mal auftragen würde, den Balken, den stilisiere ich einfach hier bloß als eine Linie, dann zeichne ich als erstes mal den sogenannten Querkraftverlauf, also die Kraft, die hier als Scherkraft, als innere Scherkraft zu diesem Schnitt wirkt und quer zu der Längsachse meines Balkens ist. Ich habe die äußere Kraft F, die zeichne ich mal hier weiterhin in Blau. Und jetzt wandere ich einfach den Träger nach links bis zu meiner Einspannung. Und an jeder Stelle hier, an der Stelle habe ich gesagt, brauche ich meine Kraft F. An der Stelle brauche ich Kraft F und an jeder anderen Stelle muss meine innere Kraft als Querkraft gleich groß immer noch nach oben wirken in der Größe von F. Also über die gesamte Länge bleibt meine Querkraft konstant. Und hier am Ende, da habe ich ja schon eine Lagerkraft in der Größe von F. Weil hier hätte ich ja Summe aller Kräfte auch aufgeschrieben und die Lagerkraft in der Einspannung muss so groß sein wie F und nach oben zeigen. Und damit schließt sich das Bild. Ich habe also hier einen konstanten Verlauf meiner Querkraft und das nenne ich einfach mal Querkraft Q von der Koordinate x, praktisch unabhängig. Wenn ich das Ganze jetzt für mein Bewegungsmoment mache, ganz hier am Ende, da wäre meine Stelle x, mein Hebel, noch praktisch 0. Je weiter ich nach links gehe, nimmt der Hebel kontinuierlich zu. Und so wie wir hier von f mal x1 zu f mal x2 kommen, habe ich einen linearen Anstieg von meinem Biegmoment, weil ja mein Hebelarm nach links gehend linear ansteigt. Ich zeichne den mal nach oben, mache da auch keine Vorzeichen dran, das ist bloß ein bisschen zur Entzerrung. Das ist also mein Biegmomentverlauf. Und wenn man sich das mal genau anschaut, an irgendeiner beliebigen Stelle, nehmen wir mal hier ruhig die Stelle x1, das Biegmoment an der Stelle, das war f mal x1. Die Fläche unter meiner Querkraftkurve, also diese Fläche hier, das ist f mal x1. Fläche bezeichnen wir einfach mal als A. Q für Querkraft und 1, weil ich an der Stelle 1 schaue. Also AQ1 ist auch f mal x1. Mache ich das Ganze an der Stelle x2 hier. Das Moment, haben wir gesagt, ist f mal x2. Und die Fläche unter meiner Querkraftkurve bis dorthin, ist wieder f mal meiner Länge x2. Wir können also als eine erste Regel aufstellen, bei diesem querkraftbelasteten Träger, das Moment an jeder beliebigen Stelle kann ich ermitteln als die Fläche unter meiner Querkraftkurve bis zu dieser Stelle. Also halten wir das mal als erste Regel fest. Das Moment an der beliebigen Stelle x ist gleich meiner Fläche unter der Querkraftkurve. Wir können an dem Bild gleich eine zweite Regel ableiten. Wenn meine Querkraft
Fläche oder die Querkraftkurve eine Gerade ist, eine Konstante, wie in diesem Fall, dann nimmt ja die Fläche unter der roten Querkraftkurve linear zu. Das sehen wir auch hier, wir haben einen linearen Momentenzuwachs. Das heißt, wenn mein Querkraftverlauf eine Konstante ist, dann ist mein Biegemomentenverlauf linear. Man könnte es auch eins höher treiben, wenn meine Querkraft nachher keinen konstanten Wert hat, sondern linear, dann wird mein Momentenverlauf einen quadratischen Verlauf aufzeigen, wenn die Querkraftkurve aus welchem Grund immer eine parabolische Form aufzeigt, dann wird mein Momentenverlauf einer Gleichung dritten Grades folgen. Also die zwei Regeln können wir erst einmal schon hier ableiten. Jetzt erweitern wir das Gleiche oder das Ganze einmal, indem wir noch eine zweite Kraft dazu nehmen. Hier habe ich jetzt an dem vorhergehenden Beispiel unseres Trägers noch eine weitere Kraft von der gleichen Größe F aufgebracht. Beide Kräfte zeigen in die gleiche Richtung nach unten. Und wir wollen wieder einmal schauen, wie verhält sich der Querkraftverlauf wie der Momentenverlauf, um dann hier gleich die Regel 3 zu bekommen. Wir starten direkt mal mit dem Querkraftverlauf auf der freien Seite und sagen, an der Stelle habe ich ja meine Kraft F und auf diesem Stück hier, ganz egal, wo ich durchschneide, da ändert sich erstmal nichts, das heißt, mein Querkraftverlauf ist abschnittsweise konstant bis hierher. Jetzt, wenn ich ein kleines bisschen links von der linken Kraft schneide, dann brauche ich als Gleichgewicht eine Kraft, die nach oben zeigt, aber die so groß ist wie diese beiden Kräfte zusammen. Das heißt, mein Querkraftverlauf, der macht hier nochmal einen Sprung. Nochmal in die Kraft F. Und ab dort bleibt wieder alles beim Alten. Wenn ich hier durchschneide, brauche ich als Gegenkraft eine Kraft der Größe 2F. Wenn ich ein bisschen weiter links schneide, Gegenkraft 2F. Wenn ich ganz knapp hier schneide, Gegenkraft zu 2F. Also auch wiederum abschnittsweise konstant mein Querkraftverlauf. Hier am Ende die Lagerkraft braucht die Größe 2F wieder für mein Kräftegleichgewicht. Jetzt unterteilen wir das Ganze mal. Das ist der Abschnitt 2 und das ist der Abschnitt 1. Der Gesamtträger soll die Länge L haben und hier zwischen, das ist mal mittig aufgeteilt, habe ich die Länge L halbe. Wenn ich mir meinen Momentenverlauf anschaue, ganz am Ende habe ich zwar eine Kraft wirken, aber noch kein Hebel A. Also auch da wieder, mein Moment startet mit dem Wert 0. Wir hatten vorhin gesehen, das Moment an einer beliebigen Stelle ist gleich der Fläche unter der Querkraftkurve. Das war die erste Regel. Die zweite Regel sagte, wenn die Querkraft konstant ist, dann ist das Moment oder der Momentverlauf linear. Also kann ich das gleich entsprechend den Regeln eintragen. Ich habe einen linearen Biegemomentenverlauf, der kontinuierlich zunimmt. Und an der Stelle weiß ich auch schon, wie groß mein Moment ist. Das ist F mal L halbe. Ab hier habe ich ja weiterhin einen konstanten Querkraftverlauf. Also ich habe weiterhin einen linearen Zuwachs von meinem Moment. Allerdings ab da, wenn ich irgendwo hier links durchschneide, wenn ich mir das Ganze immer in kleine Flächenstreifen vorstelle. Und ich addiere Flächenstreifen für Flächenstreifen, das ergibt ja mein Moment an jeder beliebigen Stelle. Da
Dann sehe ich jetzt aber links von der zweiten Kraft ist meine Zunahme größer, weil meine kleinen Teilflächen, ich nenne sie mal DA, größer sind als hier in dem ersten Abschnitt. Das heißt, ab hier macht meine Biegemomenten gerade einen Knick und sie verläuft ein bisschen steiler. Und hier ganz am Ende habe ich jetzt wieder ein Biegemoment, das muss so groß sein wie F mal L plus F mal L halbe. Das sehen wir auch. Erste Regel hieß, das Moment an jeder Stelle ist gleich der Fläche unter der Querkraftkurve. Hier haben wir F mal L halbe und hier kommt jetzt noch 2F mal L halbe dazu. Also F mal L kommt dazu. Und das gibt dann unser Gesamtmoment an der Stelle. Wir können also als dritte Regel definieren, wenn mein Querkraftverlauf einen Sprung aufweist, dann folgt daraus, dass ich einen Knick in meinem Biegemomentverlauf habe. Und schreiben wir gleich noch eine vierte Regel auf, die wir schon zweimal angewandt haben. Wenn ich am Ende meines Trägers nur eine Kraftwirkung habe, und mein Moment ist immer Kraft mal Hebelarm, dann starte ich am Ende mit einem Hebelarm von 0. Das heißt mit einem Biegemoment von 0. Also am freien Ende eines Trägers muss das Biegemoment immer 0 sein. Das gilt immer dann, wenn ich keine Biegemomentenbelastung habe. Also wenn ich einen Träger einspannen würde und hier am Ende ein Biegemoment aufbringe, also das ist mein Stab und ich drücke nicht drauf, sondern ich drehe dran, dann stimmt das natürlich nicht, weil er sofort gleich ein ganz kleines Stückchen vom Ende entfernt ein Gegendrehmoment aufbringen muss. Aber für den Fall, dass wir nur Kräfte haben, äußere Kräfte, muss das Moment an freien Enden immer 0 sein. So, dann haben wir schon mal vier Gleichungen. Wir sehen, hier ist noch ein kleines bisschen Platz, denn wir werden das Ganze jetzt etwas erweitern, dass ich diese Kraft einmal von der anderen Seite aufbringe. Ich habe jetzt aber dieses Trägerbeispiel modifiziert in der Richtung, dass ich wiederum zwei Kräfte habe. Am Ende wirkt eine Kraft der Größe F nach unten, mittig wirkt eine Kraft der Größe 2F nach oben und wir möchten einmal den Querkraftverlauf und wieder den Biegemomentenverlauf grafisch ermitteln. In manchen Beispielen hilft es, dass wir auch gleich zumindest die Lagerkräfte ermitteln. Das geht hier ganz flink, das können wir einmal gedanklich machen. Wir denken uns Summe aller Kräfte in y gleich 0 minus f plus 2f plus eine gedankliche Lagerkraft, hier vielleicht nach oben angenommen, das muss 0 ergeben. Da sehe ich schon, wenn wir 2f nach oben zeigen, da bloß einer nach unten, dann bleibt mir hier als Lagerkraft eine Kraft mit der Größe F. Das mal am Rande, wird aber auch gleich grafisch rauskommen. So, wir starten mal am freien Ende unseres Trägers wieder mit unserer Querkraft, unserer äußeren Kraft der Größe F. Bis zu meiner mittleren Kraft
kommt nichts dazu, geht nichts weg. Das heißt, ganz egal, wo ich schneide, meine Querkraft, die ich innerhalb des Trägers aufbringen muss, wenn ich den aufdrehe gedanklich, bleibt immer noch gleich groß. Das heißt, ich habe hier eine konstante Querkraft. Jetzt kommt eine Kraft wieder dazu, wie wir es vorher schon hatten. Ein Sprung, allerdings diesmal ein Sprung praktisch auf die andere Seite, wenn man so möchte. Die Kraft hat die Größe 2F. Wenn das hier meine, gewissermaßen meine Nulllinie ist, dann hätte ich hier ein F nach unten gezeichnet. Hier habe ich einen Sprung um 2F nach oben, bin hier also bei 1F angekommen. Nun, und weiterhin ändert sich hier wieder nichts, das heißt, mein Querkraftverlauf ist wieder konstant. Bis zur Einspannung, und da wirkt dann eine Kraft nach unten. Das ist doch genau das, was wir vorher schon mal ausgerechnet hatten. Das ist immer ganz gut als Kontrolle. Wenn ich mich hier vertan hätte, dann würde ich es nicht merken, wenn ich die Lagerkraft nicht ausrechne. Diese Kraft hier, um den ganzen Kraftfluss zu schließen, muss ja gleich meiner Lagerkraft sein. So, jetzt rechnen wir ganz kurz unsere Flächen aus. AQ1 ist gleich F mal L halbe. Und diese Fläche hier ist auch F mal L halbe. Nur auf der anderen Seite. Wir könnten jetzt vielleicht schon Vorzeichen dran machen, Plus und Minus. Wir werden später nochmal explizit auf die Vorzeichenregelung zurückkommen, die man in manchen Fällen braucht. Hier reicht es aber eigentlich die Größe, also der Wert und das Wissen. Die Querkraftverläufe sind auf unterschiedlichen Seiten, unten oder oben. Wir hätten es auch anders machen können, wenn ich links angefangen hätte zu zeichnen. Ich striche das nochmal. Dann hätte ich vielleicht gesagt, ich fange mit FY an. Dann passiert nichts. Dann passieren 2F hoch. Dann passiert wieder nichts. Und dann geht 1F runter. Also wäre das ganze Bild gespiegelt. Drum mit unten und oben tut man sich ein bisschen schwierig, weil das hängt davon ab, fange ich links oder fange ich rechts an am Träger. Mit Plus und Minus, naja gut, es ist nicht so ganz offensichtlich, wo ist Plus und wo ist Minus. Darum lasse ich jetzt erstmal in diesem Moment noch die Vorzeichen weg. Trotzdem, wir folgen mal unseren weiteren Regeln und skizzieren einmal den Momentenverlauf auf. Regel Nummer 4 war, das Moment ist 0 am freien Ende. Hier ist ein freies Ende vom Träger, nur eine Kraft, da muss es 0 sein. Regel Nummer 2 war, wenn die Querkraft konstant ist, dann habe ich einen linearen Verlauf von unserem Biegemoment. Also zeichne ich einmal einen linearen Verlauf vom Biegemoment. Das Biegemoment an der Stelle folgt der Regel 1, ist so groß wie die Fläche unter der Querkraftkurve. Also F mal L halbe. So, an der Stelle ja, müsste eigentlich Regel 3 greifen. Beim Sprung in dem Querkraftverlauf, das haben wir haben einen Sprung, haben wir irgendwo einen Knick in unserem Biegemomentverlauf. Jetzt ist es allerdings so, wenn wir mal doch vielleicht uns diese Regel 1 genauer anschauen, dann heißt es, das Biegemoment an einer Stelle ist gleich der Fläche unter der Querkraftkurve bis zu dieser Stelle, an der ich geschnitten habe. Wenn ich also hier mal durchschneide und an der Stelle mein Biegemoment skizzieren möchte, dann habe ich eine Fläche, eine Querkraftfläche, die hat sich aufaddiert zur Größe von F mal L halbe. Die weitere Fläche hier, die ist aber auf der anderen Seite. Also würden wir sie von dem Wert abziehen.
Sprich, je weiter ich nach links komme, muss ich immer mehr von dieser ersten Fläche abziehen. Also habe ich nicht bloß einen Knick, sondern bis hier steigt sie an, ab da nimmt sie wieder ab. Ich habe also ein lokales Maximum. Na, dann schauen wir doch gleich mal ganz hier an der Einspannung, denn wir wissen, wenn hier die Querkraft konstant verläuft, muss mein Momentenverlauf ja wieder linear sein. Die Fläche ist F mal L halbe. Das Moment an dieser Stelle hier ist gleich dem F mal L halbe in der Mitte minus dieser Fläche. Minus F mal L halbe. Das ist jetzt Zufall, aber es kommt genau wieder 0 raus. Das ist jetzt mein Momentenverlauf. Wäre diese Kraft hier nicht genau 2F gewesen, sondern 1,5 mal F oder 3F, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Dann wäre hier ein Rest übrig geblieben. So, wir können also noch eine Regel hinzufügen. Das ist ein bisschen eine Weiterführung von 3. Wenn ich einen Sprung im Querkraftverlauf habe und dabei auch noch die Seite wechsle, also hier von unten nach oben oder wenn ich es andersrum gezeichnet hätte, von oben nach unten, Hauptsache ich wechsle die Seite, also mit einem Seitenwechsel, dann habe ich ein lokales Minimum oder Maximum von meinem Momentenverlauf. Das sehen wir hier. Da ist mein lokales Maximum. Das heißt aber, auf die Frage hierhin, wo ist das größte Biegenmoment? Naja, eigentlich schaut man direkt hier drauf, wenn ich in dem Querkraftverlauf irgendwo einen Sprung mit einem Seitenwechsel sehe oder Vorzeichenwechsel, dann sage ich, hier muss schon mal das maximale Moment sein. Wenn ich nur einen Sprung mit Seitenwechsel habe, kann es nur da sein. Und da muss ich lediglich noch schauen, komme ich am schnellsten von rechts oder am schnellsten von links zu der Querkraftfläche bis zu dieser Stelle und dann habe ich die Größe von meinem Moment. Das sind jetzt die 5 wesentlichen Regeln. Wenn man die beherzigt, dann gibt es wenig Überraschung dabei. Wir bekommen nachher in einem Beispiel noch eine weitere Regel hinzu. Das ist dann im Rahmen, wenn wir auch noch uns mit den Vorzeichen auseinandersetzen. Als nächstes machen wir gleich ein Beispiel, einen Träger nicht eingespannt, sondern auf 2 Lagern mit 2 oder 3 verschiedenen Kräften. Arbeiten diese Regeln einmal schnell ab, um einen Überblick zu bekommen, wo ist mein maximales Biegmoment, an welcher Stelle und wie groß ist es.